Ja, hi meine Lieben. Ich befinde mich heute in dem Boxstudio im Wörtchen. Und zwar, ich habe hier so ein cooles Teil, das ist so ein Bosu-Ball. Ich hole den mal, dann könnt ihr euch das so ein bisschen mal besser vorstellen. Genau, dieser Bosu-Ball, der ist im Endeffekt wie so ein Petsi-Ball, nur in der Mitte durchgeschnitten. Ja? Also er hat hier eine glatte Auflagefläche und hier eben wie so ein Petsi-Ball, den ihr ja kennt, wo man auch so fürs Wirbelsäulengymnastik nimmt. Ja, mit so einem Gummi überzogen, ja. Und ist eine sehr gute Marke, Bosu, ja. Und damit kann man super Stabilisations-Gleichgewichtsübungen machen, ja, um die Chormuskulatur, also sprich den ganzen Körper auch zu kräftigen. Und ich möchte euch heute mit diesem Bosu-Ball, möchte ich euch drei Stabilisationsübungen vorstellen, ja. Und zwar, das ist eine Variation aus der Blanke, beziehungsweise es ist die Blanke mit dem Bosu-Ball, ja. Und aufgrund dessen, weil es ja sehr wackelt, muss man natürlich hier diese Körpermitte natürlich viel mehr anspannen, wie wenn man jetzt wirklich mit beiden Händen fest auf dem Boden steht. Deshalb ist es natürlich ein enormes Trainingswachstum, was diese Muskulatur anbelangt, also sprich Bauch, aber auch Rücken, Beckenboden, Gesäß, Oberschenkel, ja, also im Endeffekt der ganze Körper ist mit dabei, auch die Schultern, die Arme, ja. Und gleichzeitig zeige ich euch dann, was ihr aus dieser Übung dann noch für Variationen machen könnt. Also man kann Liegestütz-Variationen machen, ja, zeige ich euch dann eine. Und man kann natürlich auch Burpees machen. Und die Burpees mit dem Bosu-Ball, weil der ist natürlich auch sehr schwer. Also der wiegt auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, das Fünffache, was so ein normaler Ball wiegt. Also ich schätze, der hat so die 5 Kilo mindestens, ja, wenn nicht sogar 10 Kilo, schätze ich. Und dann eben wirklich mit den Armen den Ball nach oben, nach hinten springen und dann wieder eine Liegestütz. Und so hat man dann die Burpees, genau. Und diese drei verschiedenen Variationen, die möchte ich euch jetzt ganz gerne in diesem Video vorstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mitmachen. Okay, die erste Übung ist ganz einfach die Liegestützposition. Ja, okay. Und dazu gehe ich jetzt mit dem Bosu-Ball etwas nach hinten. Ich hole hier auf meine Matte. Ihr könnt es natürlich auch ohne Matte machen. Ich gebe meine Hände hier seitlich auf den Bosu-Ball mit der glatten Oberfläche nach oben. So, und jetzt hier halten. Wichtig ist es genauso wie bei der normalen Liegestütz, dass eben auch der Bauch angespannt ist, also kein Hohlrücken, Oberschenkel sind angespannt, Fersen zeigen senkrecht nach oben, die Arme sind gestreckt und der Nacken ist lang, der Blick etwas nach vorne ausgerichtet. Dass ihr Beckenboden anspannen, Bauch nach innen schützt. Wir können jetzt eine richtige Challenge daraus machen, ja, so eine Bosu-Ball-Challenge, ja. Und zwar einfach jede Übung, die ich euch jetzt zeige, wenn ihr dreimal hintereinander macht, habt ihr ein super intensives Intervalltraining und natürlich auch ein super Fettkörper. Ich halte noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay, so, das war die erste Übung. Die zweite Übung ist der Mountain Climber, auch wieder die gleiche Ausgangsposition. Der normale Mountain Climber wäre, ich nehme mal die Bosu-Ball beiseite, sodass ihr den Unterschied seht. Ihr habt beide Hände hier auf der Matte, die Finger sind beide auseinandergespreizt und dann zieht ihr den rechten, immer das rechte und linke Knie möglichst weit nach oben zum Bauch, also eigentlich mehr zum Brustball, ja. Viele machen den Fehler, dass sie einfach nur das Knie nach vorne, aber es geht eigentlich darum, dass man wirklich die Arme streckt und wirklich das Knie versucht, möglichst hoch zum Brustball zu ziehen, ja. Das ist der normale Mountain Climber. Und jetzt mit dem Bosu-Ball ist es natürlich deutlich schwieriger, weil der natürlich wackelt, das seht ihr. Also ich bringe ihn hier in die Mitte. So, die Ausgangsposition. Hände sind hier platziert. Okay, Beine nicht hinten strecken und jetzt im Wechsel immer das rechte und das linke Knie so weit es geht nach vorne ziehen zum Brustball. Arme schon strecken und auch das mindestens 30 Sekunden. Okay, sehr schön. Kurze Pause. So.
Und die letzte Übung, die ich euch jetzt zeigen möchte, und dann die Liegestützfrage dazu, das sind Burpees mit diesem Hochbein. Und zwar dafür kommt ihr zum Stehen. Zwei, ihr streckt mit den Armen den Ball nach oben, beziehungsweise den Hochbein, dann nach hinten, dann nach unten, Sprünge nach hinten, Eile hingeschickt. Ja, durch diese Liegestütze nach unten müsst ihr natürlich gut die Chormuskeln anspannen, denn sonst wackelt der Ball. Ja, das soll eben nicht sein. Dann wieder Sprung nach vorne, achtet darauf, dass die Knie nach außen zeigen, möglichst in die Gerade. Also die Knie soll nicht über die Füße, ja, wenn ihr nach vorne springt. Und dann die Arme strecken und den Ball über den Kopf weit nach oben. Und den Ball wieder nach hinten, hier festhalten, dass ich nach hinten springe. Liegestütz, Sprung vor, auf die Knie achten und nach oben. Zwei, auch 10 Mal. 3, Sprung vor und nach oben. 4, und immer atmen. 5, 6, ja, das war's wieder für heute. Also ihr seht, ich habe jetzt eine Runde gemacht. Das ist nicht unanstrengend, das haut richtig rein. Aber es ist eben eine ganz tolle Challenge, mal ein bisschen was verändern. Das ist immer auch ganz wichtig, dass wenn man Übungen macht, dass man die dann immer wieder versucht auch zu verändern. Ja? Denn der Körper passt sich mit der Zeit an. Ja? Und man muss immer wieder gucken, dass man den Muskel bzw. den Körper neue Reize setzt. Ja? Und dann kommt es zu dem Muskelwachstum. Und genau das wollen wir ja, oder auch die Ausdauer, die Kraftausdauer, ja. Und genau das ist hier wunderbar der Fall, diesen Busu-Ball. In diesem Sinne, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, probiert es einfach mal aus. Normalerweise jedes gute Fitnessstudio hat so einen Busu-Ball. Ja. Ansonsten kann man natürlich auch im Internet bestellen unter www.busu.com. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß zu Hause. Bald ist Weihnachten in Deutschland und ich bin weiterhin in Chiang Mai. Alles Liebe, eure Ecke. Bye, bye.